Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es mal wieder ein weiteres Video für euch und zwar geht es mal heute um einen Blog bzw. einen Post oder einen Test von Epic Games, den ihr alle kennt. Und zwar geht es mal heute um den wiedereinsatzbaren Hängegleiter. Den Hängegleiter oder dieses Feature besser gesagt, kennen einige von euch, die es nicht kennen, kann ich es kurz erklären. Und zwar kann man, wenn man circa 3 Stufen oder auch Treppen hoch ist, wenn man runterspringt, den Gleiter nochmal ausfahren. Das ist ein Feature, was relativ OP ist eigentlich. Und was auch sehr viele YouTuber und auch sehr viele Ingame-Spieler genervt hat, da Gegner die Lowern ganz, ganz einfach abhauen konnten. Epic Games hat sich trotzdem gedacht, sie behalten das Feature nochmal in-game und haben das erstmal ausgetestet für eine Woche und haben heute mal den aktuellsten Stand von deren Entwicklung von diesem Feature uns preisgegeben und wollen auch mitteilen, welche Richtung es in der Zukunft gehen wird. Und falls euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall einen Like, eine positive Bewertung und ein Abo da und vergesst auf jeden Fall nicht, die Glocke zu aktivieren, um das Video mit euren Freunden und Verwandten zu teilen, Leute. Und sonst würde ich sagen, kommen wir gleich mal zu den wesentlichen Infos von diesem Blog. Und ich möchte einfach in diesem Video nochmal euch die neueste Situation von diesem Feature darstellen. Und zwar hat Epic Games vor ein paar Stunden geschrieben, dass sie ein Update für diesen Blog rausgehauen haben. Sehr, sehr interessant eigentlich. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir kurz diesen Blog mal durch. Und dann haben sie auf jeden Fall dort mal was geupdatet. Und zwar geht es mal heute um das neue Update vom 31. Oktober 2018. Den Blog findet ihr unten in meiner Videobeschreibung, falls euch das nochmal alles ganz normal anschauen wollt und das vielleicht noch ein bisschen genauer durchlesen wollt, könnt ihr gerne machen. Auf jeden Fall haben sie heute mal das wieder abgedatet. Und zwar schreibt Epic Games hier, dass sie interne Daten gesammelt haben und unser konstruktives Feedback analysiert haben und zu dem Entschluss gekommen sind, dass sie natürlich nicht die Meinung von vielen Leuten nicht ändern können, dass sie das Feature nicht in-game haben wollen, aber jedoch wegen den positiven Ergebnissen vom ganzen Feedback das Feature trotzdem in-game lassen und in Zukunft das auch dass es auch das Feature in Zukunft geben wird, Leute. Das heißt, Klartext, das Feature mit dem wiederaufklappbaren Hängegleiter wird ab dem morgigen Patch, ab dem Patch 6.2 permanent derzeit drinnen bleiben, da, wie schon gesagt, wegen dem positiven Feedback sich Epic Games dazu entschieden hat, dass das Feature noch derzeit drinnen zu behalten. Trotz alledem möchten sie das Feature benutzerfreundlicher gestalten. Und zwar möchten sie mit dem Patch V.6.2.1 bei bestimmten Entfernungen Hängegleitergeräusche über die Waffengeräusche geben. Ist auf jeden Fall ein geiles Feature, das sie auch erstmal mit dem morgigen Update hinzubringen. Ist auch geil, dass man dann die Hängegleiter besser hört als die Waffengeräusche. Dann kann man auch besser die ganzen Gegner sehen und weiß auch, wo sie herzlicher herkommen. Und das war's erstmal mit dem Update, Leute. Natürlich nehmen sie dann noch weitere Änderungen in der Zukunft vor mit den zukünftigen Updates, aber bis jetzt ist das der aktuelle Stand der Dinge. Das heißt, nochmal Klartext und die Zusammenfassung des Videos, dass der Hängegleiter oder das Feature, besser gesagt, des wieder aufklappbaren Hängegleiters in Zukunft im Game bleiben wird. Und Leute, das war's dafür mit dem aktuellen Stand der Dinge zu diesem Feature. Ihr könnt mal gerne eure Meinung zu diesem, zu dieser Änderung, zu diesem permanenten Feature jetzt in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und sonst war's das eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Lasst auf jeden Fall nochmal einen Like, eine positive Bewertung und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schon wünsche ich euch noch einen schönen Halloween-Abend. Cheerio, bye.